geht an. 3, 2, 1. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Frühstückszeit, ja. Endlich. Weil gestern gab es ja nur die Suppe und danach noch den Reispudding. Ich habe richtig Hunger, deshalb auch einfach mal zwei Brötchen. Hey, kann ich es ja leisten, ne? Dazu esse ich das vegetarische Schinkenspicker Mortadella. Ja, von Rügenwalder. Von Rügenwalder Mühle. Die ist so genial, ja. Also sehr zu empfehlen. Auch für alle Nicht-Vegetarier. Stimmt. Das stimmt, ja. Und die kennt ihr bestimmt schon, Veggie Street, eine vegetarische Leberwurst, die ist vom Kaufland, ja. Ja, das werde ich jetzt essen. Das riecht schon hier very good, ja. Und dann sage ich mal, bis später. Hallöchen, meine Lieben. Ich bin zurück. Wir haben kurz nach eins und ich fange jetzt an mit Mittagessen machen, ja. Vorher möchte ich mich aber schon mal bedanken für 12 Abonnenten. Very good. Heute gibt es mein selbsternanntes Eieromelett, obwohl es eigentlich gar kein Eieromelett ist. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich es so nenne. Jetzt zeige ich euch die Zutaten. 2 Paprika, weil ich für meine Mutter mitkoche. Ja. Dann ein bisschen Mais. Ja, dann nehme ich 2 Eier und Noddeln gibt es dazu und eigentlich hatte ich auch noch eine Zucchini, aber die sieht nicht mehr so ganz gut aus, so, schon very labberig, die sehr schrumpelig aus und so überhaupt, nee, danke. Aber die wird da noch sehr gut reinpassen. Ja, egal, dann machen wir es halt so. Ja, dann geht's los. Ich habe schon mal Wasser aufgesetzt, wie ihr vielleicht seht. Wie ihr sehen müsstet eigentlich. Ja, dann fange ich jetzt an, die Paprika zu schälen. Schneide ich die Paprika in kleine Stückchen. Man kann sie auch in Streifen schneiden, wäre auch egal. Aber ich mag so kleine Stückchen mehr, irgendwie. Ich bin jetzt auch schon fertig hier. So. Rein damit. Und jetzt kocht mein Wasser auch gerade. Schon sehr feste. Da geht immer drauf einmal, wisst ihr? Sonst, da passiert gar nichts minutenlang. Noch einmal. Fängt doch an, mega zu kochen. So. In die Nudeln rein. Ich habe mir letztens im Kaufland diese Nudeln hier geholt, diese grünen Dorfmühle Spinatbandnudeln. Habt ihr eine Idee, was ich damit essen könnte? Zu welchem Gericht irgendwie? Weil ich hätte mal wieder mega Lust auf die Nudeln. Ich habe die schon ganz lange nicht mehr gegessen. So Jahre. Aber ich weiß nicht, was ich dazu essen soll. Irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr Ideen. Schreibt sie in die Kommentare. Meist super sweet. Mal gucken, wie süß der ist, ne? Ich liebe Mais. Ehrlich. Wenn die Pfanne so langsam heiß wird, könnt ihr die Paprika reintun. Die waren schon heiß. Macht euch ein bisschen Gemüsebrühe, ja, in die Tasse. Hab ich fertig. Könnt es dann dazugeben, zu der Paprika. Ja, Ruhe im Karton hier. Könnt ihr den
den Deckel ein bisschen drauf machen. Dann muss das so ungefähr 5 Minuten kochen, so. Dass die Paprika immer ein bisschen weich wird. Hier schon mal so langsam den Deckel abmachen, dass die Brühe ein bisschen verdampft. Und dann schon mal ein bisschen Mais rein tun. Ja. Natürlich nicht mit dem Saft. Dann mach ich schon mal die Eier hier in den Schüssel. Nehme ich 2 Stück. 2 Stück für 2 Personen, ne? What else? What else, ne? Number 2. So. Hand washing. Und lasst ihr natürlich den Nudeln ein bisschen abtropfen und könnt die dann einfach dazu tun. So viel wie ihr möchtet. Sieht schon ziemlich lecker aus. Könnt ihr das sehen? Ja. Aber wird jetzt noch besser. Nämlich kommt das Ei einfach drüber. Ja. Einfach drüber machen. Yay, da ist es fertig. Ja, so sieht es dann aus. So sieht der Teller von meiner Mama aus, ja. Also es sieht ein bisschen pumpig aus, muss ich gestehen. Obwohl auf dem Video geht es eigentlich noch, aber in echt sieht es ein bisschen pumpiger aus. Aber es schmeckt dafür so lecker, ja, mit dem Ei. Ich mag das total. Kann man natürlich noch so verfeinern, wie man möchte. Ja, dann wünsche ich mir selbst und meiner Mutter einen guten Appetit. Und dann sage ich mal bis später. Tschüss! Guten Abend zusammen, ja. Schon wieder Abendbrotzeit. Wir sind gerade erst wiedergekommen, deshalb haben wir jetzt auch schon. Wie spät haben wir? 18:47 Uhr. Schon ziemlich spät. Aber was wir machen, ne, wenn man gerade erst wieder da ist. Was jetzt wieder. Mut, ne? Right. Licht geht an. 3, 2, 1. Ja, jetzt mache ich mir. Ein Elvis Brot. Von, wie sagst du immer noch, von, nicht Aldi? Feinkost Albrecht, ja. Und meine Mama isst ein Brötchen, so wie immer. So. Ja, soll ich einen Apfel dazu essen? Oder eine Birne? Oder, was? Ich muss mal gucken, ob eine Birne, weich ist. Ja, er hat ja gesagt, er liebt das genauso. Ach, die ist am Telefonieren. Die Bienen werden nie weich, ne? Boah, ist das ätzend, ey. Die sind steinhart. Vielleicht sollte ich die mal aus dem Kühlschrank lassen. Ja gut, dann Apfel. Na, ich esse vielleicht nachher noch einen Apfel. Ich mache jetzt erstmal nur eine Scheibe Elvis Brot. Ja. Soll ich in meinen Kühlschrank stellen? Stell ich meinen Kühlschrank. So. Ich mache noch eine, hier mit dem Käse esse ich das. Meine Mama hat jetzt das Ding abgemacht. Der ist von Tipja, einfach Frischkäse. Ja, später noch ein Apfel. Und dann war's das für heute. Dann sag ich mal, ciao, ciao.